Ja, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen. Ich begrüße im Namen der Lateinamerika-Nachrichten, des Forschungs- und Dokumentationszentrums Chile Lateinamerika, FDCL, und des Nachrichtenpool Lateinamerika, NPLA, Sie und euch ganz herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung. Zur Buchpräsentation und Diskussion mit Sophia Boddenberg, der Autorin dieses Buches, Revolte in Chile, Aufbruch im Musterland des Neoliberalismus, was im Oktober 2020 im Unrast Verlag erschienen ist. Liebe Sophia, wir sitzen hier im winterlichen Berlin und frieren. Du sitzt gerade im sommerlichen Santiago bei vermutlich heißen Temperaturen. Erstmal herzlich willkommen an dich und hallo und wie geht's dir? Hallo, guten Abend. Vielen Dank auch an euch für die Einladung, für die Organisation der Veranstaltung und auch danke an den Unras Verlag und alle, die am Buch mitgewirkt haben. Und auch danke an die vielen interessierten Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Genau, bei mir ist gerade Sommer eigentlich, aber heute ist es tatsächlich ein bisschen bewölkt, deswegen ist es nicht ganz so heiß. Ich freue mich auf die Veranstaltung. Das ist schön, wir auch. Sophia, du lebst seit 2014 in Chile und berichtest von dort als freie Journalistin für verschiedene deutschsprachige Medien. Print, Hörfunk und du hast auch einen Dokumentarfilm gedreht mit deinem Team. Dazu später mehr. Seit Jahren verfolgst du die politische Situation in Chile und seit 2019 hast du auch die Protestbewegung oder wie du sagst, die Revolte und die Entwicklungen rund um den verfassungsgebenden Prozess in Chile intensiv begleitet und beobachtet. Du bist eine Chronistin der Ereignisse. In dieser bewegten Zeit, in dieser wichtigen Phase für die Entwicklung Chiles ist das was Besonderes. In dein Buch sind viele deiner Recherchen eingeflossen. Es enthält sehr viele Fakten und sehr viele Quellen und ist allein deshalb schon sehr lesenswert. Sophia, ich freue mich besonders, dass wir jetzt diese Veranstaltung hier zusammen machen können, unter anderem auch, weil wir uns im Oktober in Santiago kennengelernt haben und auch ich bin gespannt auf den heutigen Abend. Ja, hallo auch von mir, guten Abend. Wir freuen uns sehr, dass heute auch Nils Brock zugeschaltet ist und später etwas zur historischen Perspektive sagen wird. Nils Brock ist freier Journalist und Medienberater und hat bis Ende letzten Jahres das Projekt Allende Internationale koordiniert. Es ist ein Kooperationsprojekt vom NPLA mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung und zusammen mit Pamela Quadros und Alvaro Garo hat er in dem Rahmen seit 2018 Themen und Biografien aus der Soli-Arbeit mit der Unidad Popular, also der Regierung des sozialistischen Präsidenten Salvador Allende, recherchiert, zusammengetragen und veröffentlicht. Und dazu wird er uns später einen Einblick geben. Hallo Nils, da bist du. Hallo zusammen, danke für die Einladung. Ja, und ich freue mich auch sehr, diese Veranstaltung heute mit Susanne Brust moderieren zu können. Suse, du bist Redaktionsmitglied von PONAL, dem Pressedienst des Nachrichtenpool Lateinamerika. Du bist ehrenamtliche Redakteurin bei den Lateinamerika-Nachrichten und du veröffentlichst selbst zur Situation in Chile und zu feministischen Themen. Danke, Ute. Ich bin auch sehr happy, mit dir zusammen moderieren zu dürfen. Ute Löning neben mir ist freie Journalistin und seit Jahren bereits Mitglied vom Nachrichtenpool Lateinamerika. Und sie hat inzwischen zahlreiche Texte und Radiobeiträge zu Chile veröffentlicht, vor allem zum Thema Colonia Dignidad. Und im vergangenen Oktober und November war sie selbst vor Ort in Chile. Und wie wir alle wissen, geht ohne Technik gar nichts. Daher auch ein herzliches Dankeschön an Steffi Wassermann vom Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile Lateinamerika, die heute die Technik für uns regelt. Hallo Steffi, das wird ein schöner Abend. Ein paar Worte noch zum Ablauf der Veranstaltung. Wir freuen uns, dass Sophia Boddenberg ein paar Absätze aus ihrem Buch vorlesen wird. Wir haben einige Stellen ausgesucht, die wir besonders prägnant fanden und haben das mit Sophia abgestimmt. Wir zeigen dazu einige ihrer Fotos, die auch in dem Buch veröffentlicht sind.
Das sind zum großen Teil Fotos von Personen, die sie interviewt hat und die sie auch zitiert in der Passage, in der vorgelesenen jeweils. Außerdem werden wir einen kurzen Ausschnitt aus ihrem Dokumentarfilm zeigen. Und am Ende der Veranstaltung möchten wir noch einen Ausblick zur Diskussion um eine neue Verfassung in Chile geben und damit dann auch die Diskussion eröffnen. Noch kurz dazu, wie Sie und ihr euch beteiligen könnt hier. Wir haben einerseits den Chat freigeschalten für alle TeilnehmerInnen. Der ist auffindbar über dieses kleine Sprechblasensymbol unten in der Mitte. Wir werden diese Fragen sortieren und im Laufe der Veranstaltung darauf zurückkommen. Wir haben jetzt schon gemerkt, dass es ein riesiges Interesse gibt. Wir sind auch überwältigt von der Teilnehmendenzahl. Wir werden also gucken müssen, ob wir und wie wir auf alle Fragen zurückkommen können. Aber schon mal danke für das Interesse. Genau, den Chat nutzen wir auch, um hier Links reinzuposten. Das habe ich eben schon mal gemacht, um auf Sophias Buch hinzuweisen, das es auch als E-Book gibt, und auf ihren Dokumentarfilm, zu dem wir später auch nochmal zurückkommen. Und nach der Buchvorstellung gibt es die Möglichkeit, auch übers Mikrofon Fragen zu stellen. Dafür bitten wir alle, die das wollen, ein Sternchen in den Chat zu schicken. Und dann werden wir das technisch kurz so umrüsten, dass Sie auch sprechen können. Genau. Sophia, kurz zu dir. Wir sind alle in einer Pandemie und in Chile hat die Pandemie ja die Protestbewegung quasi stoppen müssen. Oder wie siehst du das? Wie ist die Lage gerade? Ja, also ich will erstmal sagen, dass die Pandemie die Probleme noch deutlicher hat werden lassen, die die Proteste eigentlich ausgelöst haben. Also die sozialen Probleme und die fehlende Unterstützung vom Staat. Weil viele Menschen haben ihre Arbeit verloren und einfach keine oder fast keine Unterstützung erhalten. Im Endeffekt wurde ein Gesetz verabschiedet, das erlaubt, dass die Menschen 10% aus ihrem privaten Rentenfonds entnehmen konnten, um übers Wasser zu halten während der Pandemie. Und gleichzeitig hat man aber auch gemerkt, wie die solidarischen Netzwerke, die während der Protestbewegung entstanden sind, die Leute in dieser Zeit unterstützt haben. Es wurden sehr viele Ollas Comunes organisiert, solidarische Suppenküchen. Und die Menschen haben sich halt gegenseitig unterstützt, weil es einfach keine Hilfe vom Staat gab oder bisher immer noch nicht wirklich gibt. Aber gleichzeitig haben natürlich die Ausgangssperren die Organisation erschwert, wie du schon angedeutet hast. Ich würde sagen, dass es die Bewegung nicht komplett ausgebremst hat, aber auf jeden Fall die Organisation erschwert, weil man sich eben nicht mehr auf den Plazas treffen kann zur Assemblea, zur Nachbarschaftsversammlung. Da kommen wir bestimmt nachher auch noch mal mehr drauf. Wir würden jetzt erstmal zum Buch konkreter eingehen, und zwar vielleicht erstmal zur Motivation des Buches. Du vermittelst ja nicht nur Fakten, sondern legst auch großen Wert auf die historische Bedeutung dieser Revolte in Chile, die den Weg zu einem verfassungsgebenden Prozess geebnet hat. Und du vermittelst auch viel von der Hoffnung und der Aufbruchsstimmung und der Solidarität, die damit verbunden sind. Besonders schön fanden wir in diesem Zusammenhang eine Passage aus der Einleitung des Buches, die du uns jetzt vorlesen wirst. Chile ist in vieler Hinsicht ein einzigartiges Land. Es war das erste Land der Welt, in dem 1970 ein sozialistischer Präsident auf demokratischem Weg gewählt wurde. Und es war das erste Land der Welt, in dem radikale neoliberale Reformen in einer Militärdiktatur mit Folter und Mord durchgesetzt wurden. Trotzdem haben die Chileninnen nie die Hoffnung auf eine gerechte Gesellschaft verloren. Es ist diese Hoffnung, die mich so fasziniert an diesem Land und mich dazu gebracht hat, die letzten 6 Jahre hier zu verbringen. Dieses Buch ist eine Ansammlung von Erfahrungen, Reflexionen, Gesprächen und Recherchen, die ich durch meine Arbeit als Journalistin und auch als Bürgerin, als Freundin und als Nachbarin in Chile gemacht habe. Teilweise habe ich Texte aus vergangenen Recherchen übernommen, andere Teile habe ich neu verfasst. Das Buch erhebt keinen Anspruch auf Universalität oder auf Vollständigkeit, sondern soll eine Brücke bauen zwischen dem rebellierenden Volk in Chile und den LeserInnen in Deutschland. Es soll eine Quelle der Inspiration sein. Ja, da habe ich eigentlich gar nicht viel hinzuzufügen. Das fasst ganz gut meine Motivation zusammen.
Ja, danke dir. Du schreibst gleich schon in der Einleitung, der Ausgang der chilenischen Revolte ist noch ungewiss, aber eines ist klar, Chile wird nie wieder dasselbe Land sein, das es vor dem 18. Oktober 2019 war, also als alles begann. Und genau dorthin, zu diesem einschneidenden Moment am 18. Oktober 2019, wollen wir auch zurückgehen und damit diese Chronik beginnen quasi. Wir haben dafür einen kurzen, ganz kurzen Ausschnitt aus deinem Dokumentarfilm gewählt, Sophia, den wir jetzt kurz über die Freigabe zeigen wollen. Cabros, esto no prendió. Estamos en guerra. Contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Genau, wir haben einen Ausschnitt gesehen aus dem Dokumentarfilm Sentido en Común, auf Deutsch also Gemeinsinn. Den Film hast du, Sophia, zusammen mit einem Kollektiv erstellt, dem Kollektiv Casa 370. Und du willst jetzt nochmal vorlesen, was genau in diesem Moment passiert ist, den wir da gesehen haben. Moment, ich muss kurz die richtige Stelle suchen. Schüler und Schülerinnen der öffentlichen Schulen wie dem Instituto Nacional oder dem Liceo Número Uno Javiera Carrera haben auf sozialen Netzwerken dazu aufgerufen, zu den Evasiones, zu den kollektiven Schwarzfahraktionen. Um 14 Uhr treffen sie sich vor der Station. Um 14.10 Uhr rennen sie zu Dutzenden die Treppen hinunter, um gemeinsam über die Drehkreuze zu springen. Und das, obwohl sie selbst gar nicht von der Fahrpreiserhöhung betroffen sind. Denn Schülerinnen fahren zu einem ermäßigten Preis Metro. Wir Schüler waren zwar selbst nicht betroffen, aber unsere Eltern und unsere Familien. Menschen, die vom Mindestlohn leben, alleinerziehende Mütter, Migranten und Rentner können uns nicht egal sein, sagt Isabel Galindo, eine 17-jährige Schülerin des Liceo Número Uno Javiera Carrera, später zu mir. Rodrigo Pérez, Präsident des Schülerzentrums des Instituto Nacional, sagt am 15. Oktober in einem Fernsehinterview bei CNN Chile, die soziale Ungleichheit in Chile ist besorgniserregend. Die Erhöhung der Fahrpreise vergrößert die Schere zwischen Arm und Reich noch mehr, weil sie diejenigen betrifft, die den öffentlichen Nahverkehr nutzen müssen. Du beschreibst hier sehr gut, wie verschiedene gesellschaftliche Gruppen solidarisch zueinander gekommen sind. Denn diese Bewegung ist ja nicht wirklich von einem Tag auf den anderen entstanden, wie das hier manchmal in den Medien so anklang. Sophia, was kam da alles zusammen und wie war die Vorgeschichte? Genau, es wurde auch sehr schnell in den ersten Tagen die Parole bekannt, no son 30 pesos, son 30 años. Es sind nicht 30 Pesos, sondern 30 Jahre, weil ja die Revolte zwar angestoßen wurde durch die Fahrpreiserhöhung der Metro, aber es um viel mehr ging, nämlich um den Machtmissbrauch durch Politiker und Politikerinnen, durch Unternehmen in den letzten 30 Jahren. Und in den letzten 30 Jahren hat es aber auch schon sehr viele verschiedene soziale Bewegungen gegeben, die sich gegen das aktuell herrschende neoliberale Wirtschaftssystem aufgelehnt haben, darunter die Schüler- und Studierendenbewegung 2006 und 2011, die sich gegen das privatisierte Bildungssystem aufgelehnt haben und ein gerechtes und kostenloses öffentliches Bildungssystem gefordert haben. Auch die Bewegung NOMAS AFP gegen das private Rentensystem, die feministische Bewegung, verschiedene indigene Bewegungen, Umweltbewegungen, die sich gegen die Privatisierung des Wassers und anderer natürlicher Ressourcen aufgelehnt haben und auch gegen die Enteignungen der Territorien der indigenen Völker. Und deswegen floss quasi in diesem 18. Oktober die gesamte Kraft der sozialen Bewegungen der letzten Jahrzehnte zusammen. Und es war eigentlich keine Überraschung, wie viele
Politiker und Politikerinnen gesagt haben, Nolo vimus venit. Darüber haben sich dann viele der Protestierenden im Anschluss ja beschwert oder auch lustig gemacht und gesagt, wie können Sie denn sagen, Sie haben es nicht kommen sehen, wenn wir doch schon seit Jahrzehnten auf den Straßen protestieren. Es ist also wie eine Bewegung, die aber sehr divers und breit ist. Und diese Diversität wird auch in dem Filmtrailer gut sichtbar. Deshalb würden wir den gerne spielen. Also der Filmtrailer zu Sentido en Común. Gute Projektion. Me di cuenta que no estaba sola, me di cuenta que no era única, me di cuenta que éramos miles. Como mujeres, como estudiantes, como pobladoras, como trabajadoras, en el fondo nos llevamos siempre la doble explotación y la opresión también viene por parte doble. Creemos que nuestro país necesita la oportunidad de recuperar la felicidad, la empatía, la ternura, pero no queremos más la normalidad del modelo neoliberal. No estamos esperando que un líder o que un caudillo nos venga a decir para dónde ir, sino que la ciudadanía, la gente está respondiendo a los símbolos, a las imágenes que nos causan sentido, tal cual la gente responde a las obras de arte. Todo, la pintura, los graffiti, la danza, la música, el teatro, todo volcado a este sentir, que es muy poderoso. Esos jóvenes van a seguir teniendo ideales, van a seguir soñando con una sociedad justa, digna, solidaria, con la cual venimos soñando hace tanto, ¿no? Y lo único que esperamos es que, ojalá, esta vez, los malos no ganen. Ich finde auch beeindruckend, wie unglaublich kreativ diese Bewegung ist, welche Bedeutung Kunst und Kultur und Zeichen, feministische Zeichen, Mapuche, Zeichen und Symbole in der Revolte haben. Ich finde, dass es in dem Trailer wirklich sehr schön deutlich wird. Viele Personen, die wir hier gesehen haben, werden übrigens auch im Buch zitiert. Wir fanden eine Stelle im fünften Kapitel, Chile ist aufgewacht, heißt es, besonders bezeichnend, was die Stärke der feministischen Positionen angeht und haben sie deshalb zum Vorlesen ausgesucht. Für ein Radio-Feature über feministische Straßenkunst begleite ich die Künstlerin Loreto Góngora und Paloma Rodriguez. Die Proteste haben die beiden zur Straßenkunst gebracht. Ich treffe mich mit ihnen am Kulturzentrum Gabriela Mistral, das gleich an der Hauptstraße Alameda und nur wenige hundert Meter entfernt von der Plaza de la Dignidad liegt. Die Außenwand hat sich während der Revolte in eine Art Kunstgalerie unter freiem Himmel verwandelt. Die Protestkunst ist anders als die Kunst der Galerien. Es gibt einen Dialog zwischen den Menschen und dem Kunstwerk, sagt Loreto Góngora. Seit dem Beginn der Proteste fühle ich mich bestärkt und habe Lust, auf die Straße zu gehen, was ich vorher noch nie gemacht habe. Ich habe mich neu in mein Land und in mein Volk verliebt. Ja, was ich immer wieder erstaunlich finde, ist, mit welcher Breite und Kreativität diese Proteste stattfinden, obwohl sie ja einer Gefahr ausgesetzt sind, wie wir uns sie vielleicht gar nicht vorstellen können hier bei Demonstrationen. Und wir wollen an der Stelle eine kurze Bilanz geben. Also in den ersten gerade mal 2 Monaten der Proteste im Jahr 2019 gab es 33 Tote, über 36.000 Menschen wurden festgenommen. Über 11.000 Menschen verletzt. Es hat Vergewaltigungen in Polizeigewahrsam gegeben. Wir sehen hier einige Szenen davon, von den Festnahmen. Hunderte Personen sind immer noch in Haft und 4
Nationale und internationale Menschenrechtsorganisationen haben Menschenrechtsverletzungen bei den Demonstrationen in Chile festgestellt. Besonders in Chile, aber eigentlich weltweit sind die Bilder von den Menschen mit Augenverletzungen gegangen. Es sind insgesamt 460 Menschen, die Verletzungen an einem oder mehreren Augen davongetragen haben. Und auch dazu gibt es eine sehr markante Stelle im Buch, die Sophia jetzt vorlesen wird. Beim Protest an der Plaza de la Dignidad in Santiago treffe ich den 60-jährigen Lehrer Carlos Mellado, der ein Pflaster auf seinem linken Auge trägt. Er erzählt mir, dass er seinen Augapfel nicht während der Revolte verloren hat, sondern im Jahr 1975, als er als 16-Jähriger während der Pinochet-Diktatur im Folterzentrum Via Grimaldi gefangen war. Ich sehe in der chilenischen Polizei dieselben Verhaltensmuster wie in den 70er und 80er Jahren. Ich habe keine Zweifel daran, dass dahinter eine Strategie steckt, die einen physischen und moralischen Schaden verursachen will. Das sind keine Polizisten, die einfach so auf die Leute schießen, weil sie es nicht besser wissen, sagt er. Den Demonstrantinnen in die Augen zu schießen, habe außerdem eine symbolische Bedeutung. Sie wollen sagen, öffnet nicht die Augen vor dieser Realität. Aber das werden sie nicht erreichen. Ich habe meine Augen vor vielen Jahren verloren, aber ich habe immer noch dieselben Träume von einem würdevollen Leben und einer gerechten Gesellschaft. Der Carlos Mellado, der hier in dem Abschnitt vorkommt, der kommt auch im Dokumentarfilm vor. Und den habe ich tatsächlich zufällig beim Protest getroffen, als ich über die Menschenrechtsverletzungen berichtet habe. Und das war wirklich eines der erschreckendsten Dinge, die ich je erlebt habe. Also ich habe noch nie so eine extreme und brutale Polizeigewalt erlebt. Und ich habe das auch selber bei meiner Arbeit täglich miterlebt, wenn ich bei den Protesten war. Und was ich besonders schockierend fand, ist, dass einfach nichts passiert ist. Also obwohl die internationalen Menschenrechtsorganisationen darüber berichtet haben, gab es keine Konsequenzen. Und bis heute sind die meisten... Also bis heute gibt es keine Verurteilungen der Verantwortlichen für die Menschenrechtsverletzungen, weder die Carabineros noch die politisch Verantwortlichen wie die Innenminister und der Präsident. Ach, und zusätzlich auch noch, wollte ich noch hinzufügen, habe ich auch einen Artikel geschrieben über die Polizeikooperation zwischen der chilenischen Polizei und der deutschen Bundespolizei. Es waren zweimal eine Delegation von der deutschen Bundespolizei in Chile, um die chilenischen Carabineros zu beraten. Offiziell ging es darum, um die Carabineros in Bürgernähe und Schutz von Menschenrechten zu beraten. Aber ich denke, man kann das schon kritisch hinterfragen, warum eine Polizeidelegation in ein Land geschickt wird, wo gerade der Präsident wegen Menschenrechtsverletzungen angeklagt wurde, weil es gab zu dem Zeitpunkt im Dezember 2019, als die Polizeidelegation zum ersten Mal in Chile war, eine Diskussion im chilenischen Parlament, um Piñera seines Amtes zu entheben, wegen der Verantwortung für die Menschenrechtsverletzungen. Das kam im Endeffekt nicht durchs Parlament, aber trotzdem allein schon die Tatsache, dass die Möglichkeit besteht, dass der Präsident für die Menschenrechtsverletzungen angeklagt wird, sollte ja vielleicht eine deutsche Regierung dazu bewegen, keine Polizeidelegation nach Chile zu schicken. Aber das wurde trotzdem gemacht. Und außerdem wurden auch Waffen nach Chile geliefert, darunter Impulslöschpistolen, die eigentlich offiziell dazu dienen, Barrikaden auszulöschen. Aber es gibt Videos auf sozialen Netzwerken, die zeigen, dass Carabineros sie auch gegen Demonstranten und Demonstrantinnen eingesetzt haben und auch dazu trainiert wurden, mit diesen Löschpistolen auf die Körper der Demonstrantinnen und Demonstranten zu schießen. Die Recherche oder der Link zu deiner Recherche ist auch im Chat gepostet. Dazu können wir eventuell in der Diskussion noch mal ein bisschen weiter ausholen. Jetzt würden wir erst mal noch mal einen anderen Aspekt beleuchten. Und zwar haben wir Carlos Mellado gesehen, der sein Auge 1975 während der Diktatur verloren hat. Aber er hat auch gesagt, er hat immer noch die gleichen Träume und die gleichen Hoffnungen wie damals. Das bringt uns zu der Frage nach der Bedeutung der Geschichte. In diesem Fall die Geschichte der Unidad Popular, die mit dem sozialistischen Präsidenten Salvador Allende von 1970 bis 1973 in Chile eine linke Regierung stellte. Und damit möchte ich jetzt Nils Brock mit einbeziehen. Nils, bist du da?
die Geschichte der Unidad Popular. Hi, ich bin hier. Ja. Hallo Ute. Hallo Nils. Genau, wo fange ich am besten an? Also, ja, die Geschichte der Unidad Popular war in Deutschland ja wenig beleuchtet bisher und wir würden dich jetzt bitten, etwas zu sagen zum Projekt Allende Internationale, weil ihr das ja damit ändern wolltet und du könntest beschreiben, was ist dieses Projekt und was habt ihr getan? Also vielleicht fange ich damit an, dass das Projekt Chile oder Allende Internationale so 2016 ungefähr entstanden, im Dialog mit einer Kollegin in Chile, als wir uns gefragt haben, wie könnte man auch die internationale Dimension von damals besser verstehen, was ist damals in Chile passiert. Auf der einen Seite wurde das ja immer als genuin chilenisches Projekt dargestellt, auf der anderen Seite wussten wir, dass es Leute gab, die auch in Chile aktiv waren. Ich habe damals in Brasilien gelebt und habe dort viele Zeitzeuginnen getroffen aus der Zeit und so entstand die Idee, das besser zu dokumentieren. Richtig losgelegt haben wir in Chile dann lustigerweise im Jahr 2018 und 2019, als wir nochmal dort waren, war von den ganzen, das war im März, April, war von den ganzen Demos, von diesem Aufbruch überhaupt nichts zu sehen. Also, und das merkt man auch in den Interviews, die wir damals geführt haben, dass viele Leute sagen, zum Beispiel Farideh Serran, eine bekannte Radiojournalistin aus Chile, Chile ist ein Land ohne Geschichte, leider. Und da gibt es nichts mehr, woran man anknüpfen kann. Und dann ein paar Monate später gingen die Proteste los. Und das war, auf der einen Seite ist ja überraschend, also dieses Wort vom Estadio Social, also von dieser Explosion, die so ein bisschen aus dem Nichts kommt. Vielleicht ist es gar nicht so. Ne? Vielleicht ist es auch so, dass es schon viele Sachen gibt, an die angeknüpft wurden, auch Erfahrungen. Und in den Interviews, die wir geführt haben mit ganz vielen Zeitzeuginnen und Zeitzeuginnen, die auch auf unserer Webseite dokumentiert sind, konnten wir einiges davon auch entdecken und auch von den Debatten, wie sie heute weitergeführt werden. Also sich zu beteiligen und sich einzubringen in diesen sozialen Aufbruch von damals, wie Sophia anfangs auch gesagt hat, auf legalem Weg oder ein gewählter sozialistischer Präsident, der versucht hat, innerhalb der bestehenden Institutionen Räume zu öffnen, um die Gesellschaft umzugestalten. Und in den letzten Jahren haben wir viele Zeitzeugeninterviews gemacht, auch viele Porträts zusammengetragen auf unserer Website. Und wer Lust hat, kann sich dort auch nochmal anschauen, was es für Projekte gab, die damals diskutiert wurden und von denen einige auch noch sehr aktuell sind. Also zum Beispiel Landreform, was für eine Agrarlandwirtschaft sollte es geben, um eine Gesellschaft zu ernähren und die nachhaltig ist, welche, wie sollte mit Bodenschätzen umgegangen werden. Die Bildungsreform ist in der Zeit ein großes Thema gewesen und für alle, die es interessieren, die ein bisschen eintauchen wollen, um auch nach diesen Verbindungen zu suchen, wie kann man auch aus der chilenischen Geschichte vielleicht eine der Anschlusspunkte finden. Und in dem Film wurde es ja angesprochen, die Menschen reagieren auch auf Symbole und es waren ja auch viele Lieder aus der Zeit von der Unidad Popular zu hören auf den Demonstrationen 2019 und darüber hinaus. Vielleicht bis dahin erstmal. Ja, bei dir sind die Hintergrundgeräusche ziemlich laut. Hier kam auch im Chat, dass man dich nicht so gut hört oder versteht. Eine Frage würden wir aber auf jeden Fall gerne noch unterbringen, und zwar Anknüpfungspunkte, hast du gesagt, aus der Geschichte. Einer ist auch die Diskussion um eine Verfassung. Schon Anfang der 1970er Jahre wurde in Chile eine neue Verfassung diskutiert. Um was ging es damals? Also es war relativ schnell klar, dass das Projekt, eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen, in dem Korsett, will ich es mal nennen, des bürgerlichen Staates irgendwann an die Grenzen stoßen würde. Und es gab von Beginn an, von 1970 auch, das Vorhaben, irgendwann eine neue Verfassung zur Abstimmung zu stellen. In einem Plebiszit sollte die Bevölkerung darüber entscheiden, wenn es im Kongress dafür keine Mehrheit gab. Und anders als es heute der Fall ist, wo es ja auch eine Kamera, Institutionen gab, die dafür geschaffen wurden,
darüber abzustimmen. Es ist damals so gewesen, dass es eine Reihe von Experten gab, die in der Regierung von Allende daran gewerkelt haben. Beispielsweise sollte es darum gehen, die Bodenverteilung, also die Titel für Land und, umzugestalten. Also es sollte Privateigentum, staatliches Eigentum und gemischtes Eigentum beispielsweise geben. Moment, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Und was ich gefunden habe, ist ein sehr spannendes Zitat. Wir haben die Möglichkeit gehabt, Joan Garcés, ein Rechtsanwalt aus Spanien, der damals ganz intensiv an diesem Verfassungsprozess mitgearbeitet hat, in Madrid zu interviewen vor ein paar Jahren. Und er sagt zum 11. Dezember, ich lese das mal kurz vor, am 11. September 1973 wollte der Präsident den Beginn der Debatte über eine neue Verfassung ankündigen, die er den Übergang zum Sozialismus nannte. Das wurde je unterbrochen, aber da war etwas im Gange, da wurde etwas entwickelt. Eine große öffentliche Debatte sollte rund um dieses Projekt stattfinden und mit der Bevölkerung diskutiert werden und in Gang gesetzt werden. Und das Ergebnis dieser Debatte mit der Bevölkerung sollte dem Kongress in Form eines Entwurfs für eine Verfassungsreform vorgelegt werden. Und wenn der Kongress mit dem Vorschlag der Exekutive nicht einverstanden wäre, würde die Diskrepanz einem Referendum unterworfen werden. Das war das Schema, das in Übereinstimmung mit der geltenden Verfassung verfolgt werden sollte. Also man sieht ein spannendes Projekt und besonders beachtlich finde ich auch, wenn man das vergleicht mit dem, was heute diskutiert wird, dass die zweite Kammer, der Senat, sollte sozusagen aufgelöst werden und durch eine Arbeiterkammer ersetzt werden, wo es eine direkte Mitbevölkerung von der arbeitenden Bevölkerung geben sollte und auch dieses politische Missverhältnis, was immer diskutiert wird, des Senates und der Überrepräsentanz bestimmter Interessen dadurch eigentlich radikal aufgelöst werden. Und wir werden bald auch auf der Website noch einen Artikel dazu veröffentlichen, wo wir die beiden Verfassungsprojekte ein bisschen vergleichen, das, was heute passiert ist, was damals geschieht. Manche Debatten sind sehr verschieden, gerade wenn man über sexuelle Dissidenz nachdenkt, auch um die Anerkennung der Mapuche. Dafür gab es zwar ein eigenes Gesetz unter der Regierung von Allende, was reformiert wurde, aber den verfassungsrechtlichen Status sollten die nicht erhalten. Und das könnte ja diesmal anders werden. Und andere Debatten, wie eben auch, wenn es um große Landtitel, um Latifundium, Monopole, heute könnte man da die Parallelen zu den Freihandelsverträgen ziehen. Das sind viele Sachen auch noch ganz aktuell. Ja, danke schön. Auf den aktuellen verfassungsgebenden Prozess werden wir ja, wie gesagt, nachher noch eingehen. Nochmal zurück zum Buch und zur Geschichte. 1973 kam es dann leider erst mal ganz anders. Damit gebe ich jetzt nochmal weiter an Suse. Genau, und zwar wird uns Sophia eine weitere Passage vorlesen und darin geht es vor allem um die Lebensbedingungen im neoliberalen Wirtschafts- und Gesellschaftssystem Chiles, was sich ja dann seit Beginn der Diktatur im Jahr 1973 etabliert hat und bis heute anhält. Das ist der Beginn des Kapitels, das neoliberale Experiment. Während der Militärdiktatur von 1973 bis 1990 wurde Chile zum Schauplatz eines wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Experiments. Ein von US-amerikanischen Geheimdiensten unterstützter Militärputsch und die darauffolgende blutige Repression von linken Parteien, Organisationen und Gewerkschaften sowie die gewaltsame militärische Disziplinierung der Gesellschaft schafften die perfekte Laborsituation für die Implementierung des neoliberalen Wirtschaftsmodells. Dafür gab es weltweit keinen Präzedenzfall. Heute sind die gesellschaftlichen Folgen des Experiments sichtbar. Chile ist eines der Länder mit den höchsten Depressions- und Selbstmordraten in Lateinamerika und eines der Länder mit der größten sozialen Ungleichheit der Welt. 80% der Pensionierten erhalten Renten, die niedriger sind als der Mindestlohn. Wer in Chile eine schwere Krankheit hat, veranstaltet eine Rifa, eine Art Tombola, um Geld für die Behandlungskosten zu sammeln. Um die Universität zu besuchen, müssen sich Studentinnen für den Rest ihres Lebens verschulden. Die Chileninnen leben unter permanentem Stress in einer Marktgesellschaft, wie der Soziologe Karl Polanyi sie bezeichnen würde, in der alle Aspekte des Lebens als Ware gehandelt werden. Ja.
Genau. Wir sehen also, dass sich dieses neoliberale System eigentlich auf zwei Dimensionen besonders zeigt, nämlich einmal darin, dass die öffentliche Daseinsvorsorge privatisiert ist, also die Renten, die Gesundheit, die Bildung. Wir haben eben ein Foto gesehen von Protesten gegen die privatisierten Rentenfonds, Nomas AFP heißt die Bewegung. Und die zweite Dimension ist der Extraktivismus, also die an Rohstoffexport orientierte Wirtschaft und die Freihandelsabkommen mit anderen Ländern. Wer darunter mit am meisten leidet, sind die indigenen Gemeinschaften, darunter die größte Gemeinschaft der Mapuche. Seit der sogenannten Befriedung Araukariens, wobei es sich eigentlich ja um Vertreibung gehandelt hat, leiden die Mapuche unter diesem neoliberalen System, und auch dazu gibt es eine Stelle im Buch. Jorge Huecke, 51 Jahre alt, Mapuche und Sprecher des Parlamento de Coscos aus Panguipulli in der Region de los Lagos, über 800 Kilometer südlich von Santiago, sagt zu mir: Wir Mapuche haben schon immer gegen das neoliberale System und den Kapitalismus gekämpft. Der chilenische Staat und die Unternehmen plündern unser Wasser, unser Land, unsere Bodenschätze. Jetzt haben die Chilenen verstanden, wofür wir schon so lange gekämpft haben, weil auch das chilenische Volk so nicht überleben kann. Wenige Tage nachdem die Proteste in den Metrostationen in Santiago begonnen haben, sei die Asamblea Plurinacional de Panguipulli gegründet worden. Eine plurinationale Versammlung, an der Mapuche und Chileninnen teilnehmen. Gemeinsam wollen wir ein neues Chile gestalten, sagt Weke. Bei der Revolte ist klar geworden, dass die Mapuche, die indigenen Völker und die Landbevölkerung für die gleichen Rechte kämpfen wie die Chileninnen in den Städten. Das Recht auf Selbstbestimmung, auf Land, auf Wasser und auf eine gesunde Umwelt, die nicht von Unternehmen ausgebeutet und zerstört wird. Diese Forderungen stehen im Widerspruch zu den internationalen Freihandelsabkommen, die die Rechte von Investoren und transnationalen Unternehmen schützen, anstatt die der Menschen und der Natur. Freihandelsabkommen, daran möchten wir anknüpfen. Und das ist ein Thema, das auch Deutschland und die EU betrifft, wo sie eine Rolle spielen, die Handelspolitik. Sophia, im sechsten Kapitel des Buchs „Der Kampf um Land und Wasser“ heißt es, hast du über Freihandelsabkommen geschrieben und auch sonst hast du sehr viel dazu recherchiert. Warum ist dieses Thema aktuell so wichtig? Ja, es wird im Moment ein Freihandelsabkommen zwischen Chile und der Europäischen Union verhandelt. Dabei geht es um die Modernisierung, in Anführungszeichen, eines Assoziierungsabkommens, das schon seit 2003 besteht. Und zu den Veränderungen gehört unter anderem ein Investitionsgerichtssystem einzuführen. Also das ist der Vorschlag der EU-Kommission. Und damit würden Investoren stärkere Rechte eingeräumt werden, weil sie beispielsweise, wenn der Staat in ihre Gewinne eingreift, also wenn zum Beispiel stärkere Umweltgesetze erlassen werden oder Gesetze zum Arbeitnehmerinnenschutz, können die Investoren den chilenischen Staat verklagen, wenn ihre Gewinne beeinträchtigt werden. Also es geht natürlich auch andersrum, aber da es viel mehr europäische Investoren in Chile gibt als chilenische Investoren in Europa, ist es eigentlich klar, dass das höchstwahrscheinlich eher gegen Chile angewendet werden könnte. Und das kann natürlich auch eine Rolle spielen in der Diskussion um die neue Verfassung, weil sowohl die Verhandler auf chilenischer Seite als auch auf europäischer Seite mir bestätigt haben, dass sie die Verhandlungen so schnell wie möglich abschließen wollen, am liebsten noch bevor die Diskussion um die neue Verfassung losgeht, weil natürlich die Themen, die im Moment debattiert werden, wie zum Beispiel ein staatliches Rentensystem oder eine staatliche oder eine öffentliche Trinkwasserversorgung, öffentliche Infrastruktur, die Investoren europäischer Unternehmen und Investoren, also die Interessen und die Gewinne europäischer Investoren beeinträchtigen könnte und das zu Klagen führen könnte. Und auch selbst wenn diese Klagen nicht stattfinden, kann allein schon die Drohung dazu führen, dass gewisse ja, politische Bereiche in der Verfassung vielleicht nicht festgelegt werden, weil das den chilenischen Staat
ja, zum Bankrott führen könnte, wenn so viele Investoren den verklagen. Und hinzu kommt, dass es nicht nur das Freihandelsabkommen mit der EU gibt, sondern es wird auch noch ein transpazifisches Freihandelsabkommen verhandelt, das TPP. Und Chile ist eines der Länder weltweit mit den meisten unterschriebenen Freihandelsabkommen. Es gibt 26 Freihandelsabkommen aktuell. Und deswegen wird dadurch nochmal deutlich, dass diese Diskussion, die gerade in Chile geführt wird, nicht an den chilenischen Grenzen aufhört, weil Neoliberalismus ist ja auch ein Kapitalismus und der Kapitalismus ist ein globales Wirtschaftssystem und die wirtschaftlichen Interessen von transnationalen Konzernen überschreiten nationale Grenzen und deswegen werden da auch nochmal die großen Hindernisse dran deutlich, die jetzt noch bevorstehen in der Diskussion um die neue Verfassung in Chile. Am Ende geht es um Zugang zu Ressourcen. Wasser ist eine dieser Ressourcen. In Chile ist das Wasser weitgehend privatisiert. Wir haben auch ein Foto dazu, was wir bestimmt gleich sehen werden, das die ausgetrocknete Region bei Coquimbo, nördlich Santiagos, zeigt. Und das hier ist eine Ziegen, also sozusagen hier hält eine Ziegenhirtin ihre Ziegen. Sophia, vielleicht kannst du es noch ein bisschen genauer sagen. Und wir haben auch wieder eine sehr prägnante Stelle im Buch dazu ausgesucht. Genau, das Foto habe ich im letzten Jahr aufgenommen, im Januar. Da war ich im Valle de Limarí und im Valle del Elqui unterwegs, um dort mit den Kleinbauern und Kleinbäuerinnen zu sprechen, die von der Dürre betroffen sind. Und an der Dürre sieht man auch nochmal die verschiedenen Dimensionen. Also einerseits gibt es natürlich einen globalen Klimawandel, der auch in Chile präsent ist. Aber dieser Klimawandel und die Dürre, die dadurch verursacht wird, wird noch zusätzlich verschärft durch die Wasserprivatisierung, weil momentan der Großteil der Wasserrechte in den Händen von großen Unternehmen, Bergbauunternehmen und Agrarunternehmen ist und Wasserrechte in Chile eine frei handelbare Ware sind, die man einfach kaufen und verkaufen kann. Aber ich lese jetzt erstmal die Stelle vor. Genau. In Chile ist die Wasserversorgung zu beinahe 100% privatisiert. Das Wassergesetz, das das möglich macht, der Código de Aguas, wurde 1981 während der Militärdiktatur unter Augusto Pinochet verfasst. Dieses Gesetz definiert Wasser zwar als ein öffentliches, genutztes, nationales Gut, doch es ermöglicht dem Staat die Vergabe von kostenlosen und auf unbegrenzte Dauer gewährten Nutzungsrechten an Dritte. Die endgültige Privatisierung der Trinkwasserversorgung wurde Ende der 90er Jahre und Anfang der 2000er Jahre von demokratisch gewählten Regierungen von Eduardo Frei und Ricardo Lagos besiegelt. Wasser gilt seitdem als frei handelbare Ware, unabhängig vom Landbesitz. Und so konzentrieren sich die Wasserrechte mittlerweile in den Händen weniger Großunternehmen aus dem Agrar-, Bergwerks- und Forstwirtschaftssektor. Auch Luis Soto ist Mitglied der Umweltbewegung Modatima. Er kennt sich gut aus mit den Wassergesetzen, denn die Bewegung fordert, dass Wasser wieder ein öffentliches Gut werden soll. Wir müssen das Wasser wieder ans Land binden. Die kleinen Bauern haben heute kein Wasser, weil die industrielle Landwirtschaft sich hier in der Provinz niedergelassen hat und tiefe Brunnen bohrt, sagt Soto. Früher haben die Bauern alles Mögliche angebaut. Heute gibt es nur noch Avocados. Du hast weitere Recherchen auch zum Anbau von Avocados gemacht, die meist für den Export bestimmt sind und beim Anbau der Umgebung so viel Wasser entziehen, dass diese Gegenden versteppen. Wir haben das Bild von Petorca als zweites vorhin noch gesehen, wo diese grüne Plantage, Avocado-Plantage inmitten des ausgetrockneten Landes in der Umgebung zu sehen war. Du sprichst in diesem Teil des Buchs aber ein anderes großes Problem auch an, nämlich, dass die demokratisch gewählten Postdiktaturregierungen sich nicht gegen Privatisierung und Neoliberalismus gestellt haben, sondern diese zum Teil sogar vertieft und legitimiert haben. Was bedeutet das für das Verhältnis zwischen der Bewegungslinken und den linken Parteien, beziehungsweise für das Vertrauen in die Politik allgemein?
Ja, also es hat zu einem großen Misstrauen und auch zu einer großen Enttäuschung gegenüber den traditionellen linken Parteien geführt, weil eben viele Menschen gesagt haben oder was heute sagen, dass die Diktatur zwar 1990 offiziell zu Ende war, also politisch gab es einen Übergang zur Demokratie, aber die ganzen wirtschaftlichen neoliberalen Reformen, die während der Diktatur ohne demokratische Legitimation durchgeführt wurden, blieben bestehen, die Verfassung blieb weiter bestehen und die linken Parteien, die anschließend an den Regierungen waren, haben daran nicht viel geändert. Da kann man natürlich auch darüber diskutieren, wie viel daran am fehlenden politischen Willen lag und wie viel auch an der Verfassung, die tiefgründige Transformationen und Veränderungen eigentlich fast unmöglich macht. Und deswegen haben viele soziale Bewegungen sich distanziert von den politischen Parteien und es hat auch dazu geführt, dass die Wahlbeteiligung stark zurückgegangen ist und ja, das Vertrauen generell in die politischen Parteien. Jetzt ist es ja so, dass wir uns in einem verfassungsgebenden Prozess befinden und bald wird ja tatsächlich auch gewählt, wer an der neuen Verfassung mitarbeitet. Zu den Einzelheiten kommen wir später. Wir wollen jetzt noch mal kurz zurückblicken auf die alte, bald alte vielleicht Verfassung aus dem Jahr 1980. Die ist also zu Zeiten der Diktatur entstanden und sehr gut, Sophia holt schon ihr Buch hervor. Sie liest nämlich noch eine Stelle vor. Pinochet stellte außerdem sicher, dass das neoliberale Modell nicht so schnell wieder geändert werden würde. Denn es ist in der Verfassung von 1980 festgeschrieben, die ohne Bürgerbeteiligung ausgearbeitet und nicht demokratisch ratifiziert wurde. Jaime Guzmán, intellektueller Kopf der Militärregierung und Gründer der Partei UDI, Unión Democrática Independiente, entwarf sie zu großen Teilen und baute einige Fallen ein, um eine grundlegende Reform zu verhindern. Wenn die Gegner an die Regierung gelangen sollten, sollen sie sich gezwungen sehen, eine ähnliche Politik zu verfolgen wie ich selbst. Der Spielraum für Alternativen soll so begrenzt sein, dass es extrem schwierig ist, etwas zu verändern, sagte Guzmán selbst über die Verfassung. Zahlreiche Politikbereiche wurden gegen mögliche Änderungen mit hohen Mehrheitsanforderungen von 2/3 oder 3/5 abgesichert. Die neoliberale Grundlage der Verfassung ist außerdem das Subsidiaritätsprinzip des Staates. Estado subsidiario, heißt es auf Spanisch. Genau. Diese Forderung nach einer neuen Verfassung ist ja quasi als breite Forderung dann jetzt erst laut geworden, obwohl sie ja mittlerweile eigentlich auch auf der Hand liegt. Und auch unter der zweiten Regierungszeit von Michelle Bachelet gab es ja diese Art der Basisorganisation, die wir Cabildos nennen. Wie kam es denn jetzt eigentlich dazu, dass dieser Prozess zu einer neuen Verfassung angestoßen wurde? Also die Forderung nach einer neuen Verfassung ist auf der Straße entstanden. Also ich habe auch immer beobachtet, wie die verschiedenen Protestrufe und die verschiedenen Sprüche auf den Schildern sich mit den Tagen verändert haben. Und nach wenigen Tagen eigentlich schon wurde Assemblea Constituyente auf die Mauern geschrieben, auf die Schilder. Es wurde auch gerufen, se siente Assemblea Constituyente, also eine verfassungsgebende Versammlung. Bei den Nachbarschaftsversammlungen wurde im ganzen Land sofort auch im Oktober schon über eine neue Verfassung diskutiert. Es wurden Informationsveranstaltungen organisiert, um die Leute darüber zu informieren, worin die Probleme der aktuellen Verfassung bestehen und was man verändern könnte. Und es wurde auch eine Organisation gegründet, die CAT, Coordinadora de Asambleas Territoriales, die auch daran gearbeitet hat, die verschiedenen Nachbarschaftsversammlungen untereinander zu vernetzen und zu koordinieren. Und dann kam es aber am 15. November ziemlich überraschend zu einem sogenannten Friedensvertrag, Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, der zwischen also Abgeordneten der Regierungsparteien und auch Abgeordneten der Opposition geschlossen wurde, mitten in der Nacht im Morgengrauen. Ich erinnere mich noch daran, wie ich die Nachricht gelesen habe. Früh am Morgen. Und zwar wurde da beschlossen, dass es eine neue Verfassung geben soll, dass es erstmal ein Plebiszit geben soll, ein Referendum. Ursprünglich war das für April 2020 geplant, in dem darüber abgestimmt werden soll, ob es eine neue Verfassung geben soll oder nicht. Und die dann maximal ein Jahr Zeit haben würde, also das daraus entstandene Organ
Sorry, das war der zweite Stimmzettel. Einmal, ob es eine Verfassung geben soll, ja oder nein, Approve oder Rechazo. Und welches Organ die neue Verfassung ausarbeiten soll, entweder einen komplett ausgewählten Bürgern und Bürgerinnen zusammengesetzter Verfassungskonvent oder einen aus 50% extra gewählten Bürgern und 50% Parlamentsabgeordneten zusammengesetzter gemischter Konvent. Das waren die zwei Fragen. Und dieses Organ hat dann eben maximal ein Jahr Zeit, um die Verfassung auszuarbeiten. Aber die Reaktion auf diesen Vertrag, diesen Friedensvertrag, war erstmal sehr misstrauisch und sehr gemischt, weil viele Menschen gesagt haben, also auch in meiner Nachbarschaftsversammlung habe ich zugehört, dass viele gesagt haben, jetzt wurde wieder von den Politikern, von den Parteien, die wir eigentlich kritisieren, auf der Straße ein Abkommen gemacht, ohne die Menschen mit einzubeziehen, die eigentlich diese Revolte losgestoßen haben und die Forderung nach einer neuen Verfassung überhaupt in die politische Debatte gebracht haben. Und es wurde wieder alles hinter verschlossenen Türen verhandelt, in einer Cucina Politica, wird hier in Chile gesagt, in einer politischen Küche. Und manche wollten auch gar nicht daran teilnehmen, haben direkt gesagt, nein, wir wollen das Referendum boykottieren. Andere haben gesagt, doch, das ist das Einzige, was wir jetzt gerade haben. Also es hat auch sehr die Versammlungen ein bisschen gespalten, die Diskussion über diesen Vertrag. Und dann wurde auch noch in dieser Organisation der Nachbarschaftsversammlungen, die ich eben erwähnt habe, wurde auch diskutiert, trotzdem weiter an einem eigenen Programm zu arbeiten und eine eigene Assemblée Constituante aufzubauen, also quasi eine parallele Verfassungsversammlung, die dann eben Vorschläge einbringen kann und sagen kann, das haben wir hier basisdemokratisch erarbeitet. Dann kam aber leider die Coronavirus-Pandemie. Im März 2020 gab es die ersten Fälle und der 8. März, der Weltfrauentag, war noch der letzte große Protestmarsch, wo Millionen von Menschen im ganzen Land auf den Straßen waren. Und danach kamen dann die ersten Ausgangssperren. Das Referendum wurde verschoben auf Oktober 2020. Und ja, die Organisation, wie ich schon anfangs erwähnt habe, wurde stark erschwert. Und im Endeffekt blieb dann das Referendum noch die einzige Möglichkeit, wirklich was zu verändern, da man ja nicht mehr auf der Straße protestieren konnte. Und dann kam am 25. Oktober 2020 überwältigende Sieg des Apruebo, der Entscheidung für eine neue Verfassung und auch eine sehr große Mehrheit für einen komplett ausgewählten Bürgern zusammengesetzten Verfassungskonvent. In der Zeit war ich auch in Chile. Ich fand es wirklich auch sehr bewegend, trotz dieser ganzen Widersprüche, die du gerade beschrieben hast, hatte ich dennoch das Gefühl, dass allen klar ist, man muss trotzdem versuchen, diese Chance, weil es die einzige ist, zu nutzen. Und wahrscheinlich ist auch in diesem Sinne doch die Beteiligung an oder der Versuch, an dem weiteren Fortgang teilzunehmen, da und relativ groß und stark. Am 11. Januar wurden die Wahllisten für den Verfassungskonvent zusammengestellt. Da gibt es jetzt folgendes Bild. Es gibt eine Liste der Rechten, die organisierte Rechte bis weit nach rechts, bis zu José Antonio Kast von der Acción Republicana, also wirklich ganz weit rechts, ist vereint auf einer vereinigten Liste, Lista Unitaria, Vamos por Chile. Es gibt zwei Listen von Mitte bis links Parteien. Eine etwas gemäßigter, eine etwas linker, die Lista del Apruebo und Apruebo Dignidad. Und es gibt weitere unabhängige Listen, nicht alle links, aber zum überwiegenden Teil. Das heißt, die Rechte ist vereint und die Linke ist zersplittert. Das heißt, die Ausgangslage ist nicht so einfach und die Strategie der organisierten Rechten besteht darin, ein Drittel der Plätze im Verfassungskonvent zu erzielen plus eine Stimme, um damit reale Veränderungen an der Verfassung von vornherein zu blockieren, weil alle Regelungen im Verfassungstext, die jetzt dieser Verfassungskonvent schreiben soll, mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden sollen.
Für die, die Spanisch verstehen, gibt es auch ein sehr gutes Video von einem UDI-Politiker der rechten UDI-Partei, Longueira. Der Link ist im Chat, der erklärt das in 10 Minuten sehr gut, wie seine Strategie ist oder die der organisierten Rechten. Die Frage an dich, Sophia, wie schätzt du das ein? Hast du schon eine Einschätzung, ob diese Strategie aufgehen wird? Wie stark ist die Rechte in Chile, die politische Rechte? Ja, dieses Thema mit der Zweidrittelmehrheit, das war einer der Aspekte, für den die rechten Parteien sich eingesetzt haben, als der Friedensvertrag verhandelt wurde, weil nämlich in diesem Vertrag festgelegt wurde, dass alle Entscheidungen mit dieser Zweidrittelmehrheit getroffen werden müssen. Und die chilenische Rechte hat seit einiger Zeit im Parlament ungefähr ein Drittel der Stimmen und hat deswegen bisher auch alle Verfassungsreformen blockiert. Das lag aber lange am binominalen Wahlsystem. Jetzt gibt es ein anderes Wahlsystem, das DAUNT-System. Aber da die Wahlbeteiligung meistens bei den Parlamentswahlen sehr niedrig ist, aber viele Wähler rechter Parteien wählen gehen, ist die Rechte eigentlich seit langer Zeit im Parlament überrepräsentiert. Deswegen hängt eigentlich sehr viel von der Wahlbeteiligung ab, weil wenn es viele Leute wählen gehen, die nicht für die Rechte wählen, aber für soziale Bewegungen, also für unabhängige Kandidaten, Kandidatinnen oder für linke Parteien, dann könnte es schon erreicht werden, dass die rechten Parteien kein Drittel der Stimmen bekommen. Aber sie profitieren leider von dem Wahlsystem, weil das Wahlsystem große Blöcke privilegiert, in dem Sinne, dass wenn eine einzelne Liste viele Stimmen bekommt, dann ist es wahrscheinlicher, dass diese Liste mehr Sitze bekommt, als die vielen diversen Listen der unabhängigen Kandidaten und linken Parteien. Es gibt aber noch die Diskussion, dass diese Regel der Zweidrittelmehrheit auch noch verändert werden konnte. Eine Abgeordnete der Kommunistischen Partei hat auch einen Gesetzesentwurf dazu eingebracht, weil das ja gar nicht demokratisch entschieden wurde, dass alle Entscheidungen mit 2/3 beschlossen werden müssen. Es können auch 3/5 sein zum Beispiel. Aber die rechten Parteien halten jetzt dagegen und sagen, dass beim Referendum abgestimmt wurde mit dem Wissen, dass es die Zweidrittelmehrheit gäbe und deswegen, wenn man das jetzt verändern würde, das undemokratisch wäre. Aber ja, das ist eine offene Diskussion und der Verfassungskonvent muss auch erstmal in den ersten Wochen, wenn er zusammentrifft, sein eigenes Regelwerk entschließen. Und theoretisch, wenn es mehr als 2/3 im Konvent gibt, die gegen die Zweidrittelregel sind, könnte man das auch nochmal verändern. Also ich glaube, es hängt viel von der Wahlbeteiligung ab. Was dann wieder im Endeffekt die Zusammensetzung ist. Und die Wahlbeteiligung selbst beim Referendum am 25. Oktober, obwohl ich kilometerlange Schlangen gesehen habe von Menschen, die anstanden, um ihre Stimme abzugeben, war bei rund 51%. Also da ist noch sehr viel Luft nach oben und es wird sicherlich darum gehen, da auch noch Leute, die nicht sonst noch nicht gewählt haben oder nicht üblicherweise wählen, anzusprechen und Diskussionen zu führen. Eine andere Herausforderung ist meines Erachtens, dass ich mal angenommen, die Rechte schafft es nicht, eine Blockadehaltung durchzuführen, dass dennoch die Mitte-Links-Parteien und die Unabhängigen sich zusammen auf einen Minimalkonsens einigen müssten, den sie dann eben mit einer Zweidrittelmehrheit gegen die Rechte durchsetzen. Nun sind die aber ja auch nicht alle einer Meinung. Wie ist das Verhältnis der Wahllisten der Mitte-Links-Parteien und vor allen Dingen zueinander und vor allen Dingen auch zu den unabhängigen Listen? Wie schätzt du das ein, welche Szenarien oder Perspektiven es da gibt und ob es zum Beispiel möglich sein wird, eine gemeinsame Strategie gegen das neoliberale System zu finden. Ja, also ich glaube, ich weiß, dass die sozialen Bewegungen da auf jeden Fall auch schon dran arbeiten, sich untereinander zu koordinieren, ein gemeinsames Programm aufzustellen. Viele wollen allerdings nicht mit den politischen Parteien zusammenarbeiten, aber es gibt
programmatisch auf jeden Fall ein Konsens. Also wenn man sich die Vorschläge durchliest der verschiedenen Kandidaten und Kandidatinnen der sozialen Bewegung, gibt es da eigentlich sehr viele ähnliche Vorschläge, wie zum Beispiel einen plurinationalen Staat, die gemeinschaftliche Verwaltung der Gemeingüter und der natürlichen Ressourcen, ein öffentliches und staatliches Rentensystem, ein funktionierendes öffentliches Gesundheitssystem, ein funktionierendes öffentliches Bildungssystem, also mehr Staat, mehr soziale Absicherung und weniger Markt im Endeffekt. Und ich denke, dass da auch noch viele Diskussionen stattfinden werden, wenn die Wahl vorbei ist, weil es jetzt auch gar nicht mehr so viel Zeit ist bis zum April und die Corona-Situation natürlich die Koordinierung unter den sozialen Bewegungen nochmal zusätzlich erschwert hat. Aber ich denke, programmatisch gibt es eigentlich einen Konsens, nur es wurde sich vielleicht noch nicht unbedingt an einen Tisch gesetzt, um wirklich ein gemeinsames Programm aufzustellen. Aber ja, ich denke, es ist noch möglich. Mich würde interessieren, oder ich finde es spannend, wie stark tatsächlich soziale Bewegungen, die unterschiedlichen, dann repräsentiert sein werden in diesem Gremium. Also die indigenen Gemeinschaften, Feministinnen, andere soziale Bewegungen, weil es ja eben diese Skepsis gegenüber den etablierten Parteien aller Richtungen eigentlich gibt. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie du die Chancen einschätzt, weil ich mir denke, eine soziale Bewegung, die hat ja nicht unbedingt die Ressourcen und die Organisation, die es für so eine Wahl braucht. Ja, also das merkt man auch auf jeden Fall, dass die meisten Kandidaten und Kandidatinnen von den sozialen Bewegungen alles komplett selbst organisieren und selbst finanzieren, während die politischen Parteien und besonders die unternehmernahen rechten Parteien natürlich viel mehr finanzielle Ressourcen haben für Umfragen, für territoriale Arbeit, für soziale Netzwerke, Werbung im Fernsehen und so weiter. Aber ich glaube, der Vorteil wird trotzdem sein, dass sehr viele Menschen und vor allem die Menschen, die in den letzten Monaten oder ja seit 2019 auf den Straßen waren, eben einen Wandel wollen und auf der Suche sind nach Kandidaten und Kandidatinnen, die sie wirklich repräsentieren und die auch ihre Vorstellungen von einer anderen Gesellschaft repräsentieren. Und viele soziale Bewegungen haben natürlich auch eine territoriale Basis und eine Beziehung zu den Menschen, während viele Mitglieder der Parteien jetzt sogenannten Turismo Electoral machen, wie hier gesagt, Wahltourismus, dass sie sich einfach in bestimmten Wahldistrikten aufstellen lassen, um dort Präsenz zu zeigen, aber gar keine Verbindung zur Basis haben. Aber die Ausgangsbedingungen sind natürlich extrem asymmetrisch. Deswegen bleibt es noch spannend. Aber ein positiver Teil der Corona-Situation ist halt, dass es sehr, sehr viele Online-Veranstaltungen gibt und Diskussionsrunden und dadurch auch die Information ein bisschen leichter zugänglich ist für die Menschen, die ja zu Hause sind und sich so über die Programme und die Vorschläge der Kandidaten informieren können. Bis der Verfassungstext dann fertig ist, dauert es ja noch eine ganze Weile. Vielleicht kannst du uns noch deine Einschätzung mitteilen, wie wichtig es ist, dass trotzdem weiterhin Druck von der Straße ausgeübt wird, also dass es weiterhin Demonstrationen gibt, parallel zur Arbeit am Verfassungstext. Ja, ich glaube, es ist sehr wichtig und das ist auch der Konsens der sozialen Bewegungen, dass parallel zur Arbeit des Verfassungskonvents es weiter Druck auf der Straße geben muss und dass es auch Möglichkeiten der demokratischen Teilhabe geben muss. Also viele Kandidaten haben schon gesagt, dass sie auf keinen Fall alleine da Entscheidungen treffen, sondern alles, was sie in dem Verfassungskonvent vertreten, das stets mit den Basisorganisationen rücksprechen wollen und Mechanismen der demokratischen Teilhabe einbringen wollen. Man merkt ja auch daran, dass, also es gibt nur 155 Sitze in dem Verfassungskonvent, aber es gab über 22.000 vorläufige Kandidatinnen für die unabhängigen Kandidatinnen und jetzt gibt es über 2.000 unabhängige Kandidaten und daran sieht man ja diese große Lust
teilzunehmen an diesem Prozess. Und diese starke Energie, die es immer noch gibt, die ja im Oktober 2019 losgelöst wurde und jetzt immer noch da ist. Und die wird sich, denke ich, weiterhin auf den Straßen zeigen und auf den Plazas, also nicht nur bei Protesten, sondern auch bei Veranstaltungen, wenn es denn jetzt die Corona-Lage bald zulässt. Hier wurden ja schon sehr viele Leute geimpft, deswegen wurden jetzt die Maßnahmen ein bisschen gelockert. Also wird hoffentlich auch die Organisation und die Proteste wieder stärker sich entwickeln. Aber auch noch dazu muss gesagt werden, dass die Repression der Carabineros keinesfalls nachgelassen hat. Also auf der Plaza Dignidad stehen 24 Stunden, 7 Tage die Woche Carabineros rund um die Reiterstatue herum, um diese Statue zu beschützen. Auch irgendwie ein bisschen absurd erscheint manchmal. Und stehen auch Wasserwerferfahrzeuge und Tränengasfahrzeuge immer bereit. Und wenn freitags es Demonstrationen gibt, wo auch gar nicht sehr viele Leute teilnehmen im Moment noch wegen Corona, wird sofort mit überproportional vielen Polizeifahrzeugen diese sehr kleine Demonstration erdrückt. Danke für deine Schilderung und Einschätzung. Wir sind inzwischen schon weit über dein Buch hinausgekommen und sind beim Verfassungsprozess. Wir würden die Diskussion an der Stelle öffnen. Wir haben eine Frage schon im Chat und ansonsten kann sich jetzt auch mit einem Sternchen gemeldet werden und dann können Fragen übers Mikrofon gestellt werden. Die Frage im Chat lautet: Mirko Makari sagt sinngemäß, dass die Linke mit zu hohen Erwartungen für diese Verfassung ins Abseits läuft. Eine Verfassung ist A, ein sehr technischer Text, B, sollte möglichst breite Positionen einschließen. Politik wird über Gesetze gemacht. Deine Position dazu? Also ich glaube gar nicht, dass die Linke jetzt so überproportional große Erwartungen an die Verfassung hat, sondern was ich bisher gehört habe, dass die Menschen sagen, die neue Verfassung wird einen Weg öffnen, einen Prozess eröffnen, der bisher verschlossen war durch die alte Verfassung, weil die alte Verfassung eben alle tiefgründigen Veränderungen blockiert. Und wenn eine neue Verfassung erarbeitet wird, auch wenn sie nur wenigstens minimal die Möglichkeiten eröffnet, neue Gesetze zu machen, dann muss natürlich danach erst noch sehr viel passieren, weil, wie er auch schreibt, die Verfassung ist ja nur die Verfassung und danach müssen noch Gesetze gemacht werden. Aber immerhin kann die Verfassung das möglich machen, während die aktuelle Verfassung es verhindert. Und deswegen ist die Verfassung so extrem wichtig, um alle darauf folgenden Veränderungen möglich zu machen. Und ich glaube eigentlich, dass es den meisten Leuten klar ist, dass es ein sehr langer Prozess sein wird und dass jetzt nicht die Verfassung von einem Tag auf den anderen die komplette Gesellschaft umkrempeln wird. Aber zumindest wird es die Basis sein, um weitere Veränderungen möglich zu machen. Genau, dann gibt es eine Frage von Angela Isfording. Gibt es Parallelen, Gemeinsamkeiten mit anderen verfassungsgebenden Prozessen wie in Venezuela, Ecuador oder Bolivien? Ich bin keine Expertin in den verfassungsgebenden Prozessen in Venezuela, Ecuador und Bolivien. Ich würde die Frage weitergeben, wenn da jemand anders was zu sagen kann. Na, vielleicht was Kurzes. Das ist sicherlich auch in beispielsweise Ecuador und Bolivien eine Debatte darum gab und gibt, wie inwieweit eine Verfassungsänderung denn auch die Lebensbedingungen ändert. Und da ist eine Debatte um eine Verfassung oder um Buen Vivir oder andere Konzepte allein keine Umsetzung von neuen Gesetzen und besseren Lebensbedingungen macht. Aber dennoch ist es natürlich eine Grundlage dafür, dass das dann passieren kann. Und da denke ich, ist in Chile schon speziell diese Konstellation, dass die jetzige Verfassung einfach die Diktatur festschreibt. Und zwar das wirtschaftliche Modell und das politisch-autoritäre Modell sozusagen versucht hat zu verewigen. Und es jetzt im Grunde darum geht, dieses Erbe der Diktatur abzuschütteln und sich davon zu befreien. Und ich denke, Parallelen gibt es in dieser Debatte um den plurinationalen Staat und die Beteiligung indigener Völker und teilweise auch in Bezug auf die Geschlechterfragen.
So viel davon. Dazu von mir erstmal. Ich glaube, diese Prozesse haben an anderer Stelle auch gezeigt, dass es eben nicht mit der neuen Verfassung zu Ende ist, sondern dass es immer Politiken braucht, die neue Gesetze macht, die Grundlagen quasi durchsetzt, womit wir so ein bisschen bei der Frage, bei der nächsten Frage wären, nämlich inwieweit beeinflussen die Kommunal- und Regionalwahlen im April und die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen ein halbes Jahr später die Wahlen zum Verfassungskonvent? Ja, es werden ja am 11. April gleichzeitig sehr viele Dinge gewählt. Einmal die Kandidatinnen für den Verfassungskonvent und gleichzeitig noch die Bürgermeister und die regionalen Vertreter. Ich könnte mir vorstellen, dass das zu viel Verwirrung führen kann, wenn dann die Leute da vor 5 Zetteln sitzen und sehr viele Namen vor sich sehen. Andererseits, glaube ich, kann das auch einen positiven Aspekt bieten, in dem Sinne, da die Leute sich gerade viel informieren und viel Lust haben, teilzuhaben am politischen Prozess, dass auch sich mehr über die kommunalen Vertreter und die Bürgermeisterkandidatinnen informiert wird und so auch vielleicht bewusster gewählt wird und es auch bei diesen Wahlen dann mehr Wahlbeteiligung gibt, als es vielleicht gäbe, wenn sie an einem anderen Tag gewählt werden würden, wodurch natürlich die jeweiligen Vertreter dann auch mehr demokratische Legitimation hätten. Ja, und die Präsidentschaftswahlen sind ja auch dieses Jahr. Ja, das ist noch so die große Frage, ne? Also im Moment gibt es keine, also es gibt keinen Kandidaten und eine Kandidatin, die jetzt von der Protestbewegung aus aufgestellt worden wäre. Wer dann vielleicht noch am nahestehendsten wäre, wäre Daniel Jadue, der Kandidat der Kommunistischen Partei. Aber ja, man merkt halt auch, wie stark die Politik in Chile auf Personen fixiert ist, also sehr personenorientiert. Und eigentlich, was gerade gebraucht wird, ist Programm, Projekte und diese ganze Diskussion um die Personen lenkt so ein bisschen die Aufmerksamkeit ab von den eigentlich wichtigen Themen, was wirklich Programm und Projekte angeht, würde ich sagen. Ja, definitiv. Wir haben eine nächste Frage von Ruth Lang. Mich würde interessieren, ob und inwiefern in den aktuellen Verfassungsvorstellungen und Debatten historische Bezüge lesbar sind, werden also zu den gesellschaftlichen Entwürfen von Allende. In anderen Worten, spielen die Verfassungsvisionen von und um Allende in der kollektiven Erinnerung heute noch eine Rolle. Nils Brock hat sich dazu schon ein bisschen gemeldet für dich, wenn das okay ist, Sophia? Ja. Nils, gerne. Ja, also ich würde schon sagen, dass es Anknüpfungspunkte gibt und vor allem was Fragen von Gemeingütern angeht und wie man bestimmte Ressourcen auch gemeinschaftlich besser nutzen kann. Beim Wasser mal angefangen, also das ist zwar damals keine Frage gewesen, weil Wasser noch kein vollständig privatisiertes Gut, auch getrennt nochmal von Eigentumstiteln und so gewesen ist, aber der Impuls dahin damals auch zu überlegen, wie kann man Landwirtschaft kollektiver gestalten und ich glaube, das sind Fragen, die heute auch ein Stückchen anstehen. Ansonsten gibt es eben Debatten, die noch eine ganze Ecke weitergedreht wurden. Eine direkte Fortsetzung sehe ich auch an den Ideen aus der Zeit von der Unidad Popular, das Schulsystem zu vereinheitlichen, vor allem auch die öffentlichen Schulen zu stärken, denn auch damals gab es vor allem religiöse Elite-Schulen in den 70er Jahren und das ist ja eine massive Forderung, die eigentlich auch zu der Revolte von den Pinguinen geführt hat, die ja den Protesten von 2019 vorangegangen sind und die von vielen ja auch als eine Initialzündung gesehen wurde, wo ein bisschen weiter zurückgeblickt nochmal Prozesse ins Rollen gekommen sind. Und ansonsten, ich glaube, die Unidad Popular so eine Echokammer für vieles, was heute auch passiert. Und anders als die Zeit von der Diktatur, vielleicht ein Moment, wo man auch Ideen diskutieren kann, sehr produktiv. Die Zeit von der Diktatur spielt für viele Rolle, für viele Menschen in Chile, glaube ich, eine Rolle, die auch im Widerstand waren und aber nach vorn gedacht, welche Momente gibt es, um Sachen zusammen aufzubauen, das Gemeinsame.
Früher hieß es Poder Popular, oder stand dieses Verb Popular oder dieses Wort Popular Mittelpunkt in den 70ern. Heute wären das vielleicht eher das Gemeinsame, die Commons, die Gemeingüter, die eine Rolle spielen können, eben mit diesem marktradikalen Ansatz auch zu brechen, der ja in Chile immer noch so stark verwurzelt ist. Ja, danke, Nils. Sophia, willst du aus aktueller Perspektive noch was ergänzen? Ich wollte nur noch eine Beobachtung ergänzen. Also man sieht auch, dass die Verfassung von Allende viel auf der Straße verkauft wird von Straßenverkäufern, habe ich jetzt schon öfters gesehen. Ganz interessant. Aber ansonsten bin ich einverstanden mit Nils Antwort. Super, dann gibt es eine nächste Frage. Wie kann denn die Linke in Deutschland darauf einwirken, den äußeren ökonomischen Druck der BRD auf den inneren politischen Verfassungsprozess in Chile zu verhindern? Wow. Ich würde sagen, auf der einen Seite vielleicht im Rahmen dieser Diskussion um das Freihandelsabkommen, weil das halt direkte Auswirkungen hat und dann Parlamente das ja auch ratifizieren müssen. Also wenn es im EU-Parlament ratifiziert wird, muss es anschließend noch von den Nationalen ratifiziert werden. Also darüber informieren und auch die wirtschaftlichen Verbindungen offenlegen, die es zwischen Chile und Deutschland gibt, weil ja Chile ein sehr wichtiger Rohstofflieferant für deutsche Unternehmen ist, sowohl für die Automobilindustrie, jetzt mit Lithium zum Beispiel oder auch Kupfer. Und die ganzen Agrarprodukte, Avocados, Trauben, Blaubeeren und so weiter. Also vielleicht da Druck machen, dass die Handelsbeziehungen umgestaltet werden. Und auch auf die Menschenrechtsverletzungen weiter aufmerksam machen. Da gab es ja keine wirklich konkrete Reaktion zu von der also von der Linken schon, aber von der Bundesregierung ja zum Beispiel nicht. Und ich glaube, da muss auf jeden Fall noch weiterhin darauf aufmerksam gemacht werden, weil die ganzen Opfer der Menschenrechtsverletzungen, die erhalten jetzt keinerlei Unterstützung. Die Leute, die ihre Augen verloren haben oder sonstige Verletzungen erlitten haben, können teilweise gar nicht mehr arbeiten. Es gibt auch sehr viele, die ganzen Toten, über 30 Tote, die sind alle nicht aufgeklärt worden, die Fälle. Letzte Woche wurde auch wieder ein junger Demonstrant auf einer Polizeiwache erhangen, aufgefunden. Und das passiert öfters, dass Leute angeblich Selbstmord begehen auf Polizeiwachen, aber viele glauben, dass sie von den Polizisten getötet werden. Das nur nebenbei. Also ich würde sagen, das sind die zwei, meiner Meinung nach, die zwei großen Punkte, die man vielleicht, wo man Druck machen könnte, von Deutschland aus. Das eine Thema, was du angesprochen hast, die Handelsbeziehungen, also im Grunde ist ja ein weltweites Thema, faire Handelsbeziehungen, Lieferketten ist ja hier auch gerade viel in der Diskussion, also ein großes, weites Feld. Das zweite, was du angesprochen hast, die Repression, das bringt mich jetzt zu zwei Punkten. Also zum einen würde ich dich gerne direkt fragen, wie du das eigentlich selber erlebt hast, immer in diesen Situationen, teils auch gefährlichen Situationen dabei zu sein. Du bist da auch sehr dicht dran und hast auch selbst mal eine Tränengaskartusche an den Kopf bekommen. Einfach dich bitten, deine Erfahrung damit und deine Arbeitsbedingungen mal zu beschreiben in der Hinsicht. Es ging eigentlich fast jeden Tag so, ich bin seit dem 18. Oktober täglich zu den Protesten gegangen und da verging kein Tag, an dem ich nicht Tränengas eingearbeitet hätte oder nicht mit Gummi geschossen, die ja, wie sich anschließend rausstellte, gar nicht aus Gummi waren, sondern aus Metall beschossen geworden wäre. Und ich habe auch sehr viele Freunde und Freundinnen, die Verletzungen erlitten haben. Und wenn man jetzt sich mit Freunden trifft und sich unterhält, dann ist es total erschreckend, dass jeder jemanden kennt oder selbst das erlebt hat und verletzt wurde oder Gummikugeln noch im Körper drin hat oder jemand, was an den Kopf geschossen wurde oder in die Augen. Also es ist wirklich extrem, wie viele Menschen da verletzt wurden. Und die meisten sind dann noch nicht mal in den öffentlichen Statistiken drin, weil viele gar nicht das angezeigt haben oder überhaupt nicht ins Krankenhaus gegangen sind. Deswegen ist die Zahl noch viel höher als die offizielle Zahl.
Und ja, ich habe halt das natürlich als Journalistin auch selbst miterlebt oder auch als Demonstrantin generell, wie die Polizei einfach ohne irgendwelche Rücksicht auf die Leute geschossen hat. Also die Gummigeschosse sind dem offiziellen Protokoll nach, dürfen die damit unterhalb der Gürtellinie schießen, um Leute unbeweglich zu machen, aber nicht überhalb der Gürtellinie, weil diese Gummigeschosse, damit wird einmal geschossen und dann expandieren die sich. Das sind 16 kleine Kugeln, die auseinander auseinandergehen. Und wenn die oberhalb der Gürtellinie geschossen werden, ist es eigentlich logisch, dass eine mindestens dieser 16 entweder in den Hals, in die Brust, ins Gesicht geschossen wird. Und sie waren ja auch gar nicht aus Gummi oder sind nicht aus Gummi, sondern aus Metall. Ich habe auch einmal eine Augenärztin interviewt, die dann erzählte, dass sie jeden Tag mehrere Augäpfel entfernen musste und wie stark gesundheitsschädlich so ein Stück Metall im Körper sein kann, gerade im Gesicht, also auch nicht nur im Auge, weil es gibt zwar diese über 400 Opfer von Augenverletzungen, aber da gibt es noch Tausende mehr, die die Kugel in der Nähe vom Gehirn hatten oder im Ohr oder im Mundbereich oder im Hals. Und das ist wirklich sehr erschreckend und auch wirklich ein gesellschaftliches Trauma, was überhaupt nicht aufgearbeitet wird von staatlicher Seite. Ich war auch letzte Woche, damit schließe ich jetzt ab, vor 2 Wochen bei einer Veranstaltung von einer Opferorganisation der Todesopfer. Es haben sich jetzt nämlich sehr viele Opferorganisationen gegründet. Also von den Augenopfern gibt es ja auch schon eine und jetzt noch von den Todesopfern auch. Und die fordern eben, dass die Fälle aufgeklärt werden, dass es Gerechtigkeit gibt für die Menschen, die da ermordet wurden. Du hast den Rahmen da jetzt gut beschrieben, auch was Straflosigkeit angeht, geringe Aufklärungsquote und einfach auch dieses brutale Vorgehen der Polizei. Als ich in Santiago war, hatte ich auch den Eindruck, um einen Platz zu räumen, die Plaza de la Dignidad, wo die Proteste stattfinden, zu räumen, gibt es keine Durchsagen der Polizei. Bitte verlassen Sie diesen Platz, erstens, zweitens, drittens, dritte Aufforderung oder so ähnlich, wie man das von hier kennt, sondern das Mittel, um einen Ort zu räumen, ist eigentlich ein Tränengas einzusetzen, also dass die Polizeifahrzeuge einfach anfangen, Wasser mit Tränengas versetzt zu spritzen und die Menschen damit sozusagen nach Hause zu schicken. Und das fand ich schon ziemlich erschreckend. In diesem Zusammenhang vielleicht doch das Thema mit der Polizeikooperation Deutschland-Chile, weil ja auch die Frage darauf gezielt hat, wie kann man hier aktiv werden und einwirken. Wir haben auch im Publikum jemand, wer sich da viel mit beschäftigt hat. Matthias, falls du auch was dazu beitragen möchtest, bist du herzlich eingeladen. Aber vielleicht, Sophia, möchtest du erst nochmal das dazu vielleicht nochmal ein bisschen vertiefen zu der Polizeikooperation zwischen deutscher Polizei und chilenischer Polizei? Oder vielleicht sage ich eins noch, vielleicht, also spannend finde ich eigentlich auch die Argumentation. Also die deutsche Regierung sagt ja, diese Kooperation ist wichtig, weil wir bringen die Menschenrechte. Wir bringen der chilenischen Polizei die Menschenrechte oder einen menschenrechtskonformen Umgang mit Demonstrationen bei. Das muss sich dann natürlich daran messen lassen, ob das denn auch wirklich so stimmt. Und hast du da noch eine Einschätzung zu? Ich habe auch den Eindruck, dass der Begriff der Menschenrechte häufig auch instrumentalisiert wird. Also wenn es politisch für Regierungen sinnvoll ist, dann werden Menschenrechtsverletzungen verurteilt. Und wenn aber die Regierung mit der anderen Regierung zusammenarbeitet, dann wird das schon mal schnell darüber hinweggesehen. Und in Chile finde ich das relativ offensichtlich, weil es natürlich starke wirtschaftliche Beziehungen gibt zwischen Deutschland und Chile. Und ich gehe mal davon aus, dass die deutsche Bundesregierung eher Interesse daran hat, dass die Proteste eingedämmt werden in Chile, als dass die soziale Bewegung dadurch mehr Kraft erreicht. Und deswegen wird dann irgendwie eher über Menschenrechtsverletzungen hinweggesehen und mit der Polizei kooperiert unter der Argumentation, dass
dadurch die Menschenrechte gewahrt werden würden. Und es haben ja auch andere Regierungen diese Unterstützung versagt. Zum Beispiel die französische Regierung hat gesagt, dass sie nicht mit dieser Regierung zusammenarbeiten will. Aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass da auch wirtschaftliche Interessen dahinter stecken. Vielleicht kann ja wirklich, Matthias, wenn du möchtest, kannst du gerne was ergänzen. Wenn du willst, kannst du auch dein Video einschalten oder einfach sprechen. Das Mikro ist deins. Wo ist das Video? Ich sehe das hier gar nicht bei mir auf dem Handy. Ich sehe mal stumm schalten. Es ist kein Video von dir zu sehen. Wenn du es nicht einschalten kannst, anyway, kannst du auch so sprechen. Genau. Ich kann nur kurz sagen, ja, wir haben so ein paar Anfragen gemacht zur Polizeihilfe, denn das Bundesinnenministerium war eingeladen worden vom Innenministerium in Chile, also das deutsche Innenministerium war eingeladen worden, ist mit einer Delegation hingefahren und hat die Polizei beraten. Also das war der Leiter der Bereitschaftspolizei, hat das gemacht. Der hat dann der Polizei geraten, mehr proaktive Kommunikation, das sind so Buzzwords, also damit ist halt gemeint, quasi ja, die polizeilichen Maßnahmen irgendwie im Vorfeld möglichst schon zu rechtfertigen, beispielsweise. Und interessanterweise wurde auch die Berliner Polizei eingeladen. Die sind sogar mit einer großen Delegation hingefahren, also auch die Polizeipräsidentin und der Pressesprecher. Und die haben im Prinzip das Gleiche gemacht. Also da ging es auch um die Einsätze transparent machen. Und da muss man natürlich, ich lebe in Berlin, an die Berliner Polizei denken, die halt sehr bekannt auf Twitter ist und dort halt jede Menge Falschmeldungen auch verbreitet, ne? Also ich weiß nicht, wie weit das da die Runde gemacht hat, ob das bei euch angekommen ist in Chile zum Beispiel, aber der Türknauf des Todes, wo sie halt bei der Räumung von einem besetzten Haus gesagt haben, die Besetzer hätten den Türknauf unter Strom gesetzt. Das war den ganzen Morgen im Ticker und dann war natürlich die Solidarität mit der Räumung, also gegen die Räumung dahin. Dafür ist die Berliner Polizei bekannt. Und zu guter Letzt die Polizei aus Baden-Württemberg, das Landeskriminalamt, hat die Polizei in Chile in dem Aufbau einer Abteilung für verdeckte Ermittlungen geschult. Oder irgendwie geschult, vielleicht ist das falsche Wort, aber sagen wir mal unterstützt, also auch mit einer Delegation. Und da muss man in Deutschland an so Menschen wie Simon Brommer denken, der damals die linke Szene in Baden-Württemberg bespitzelt hat, was dann hinterher auch als rechtswidrig aufgedeckt wurde. Alle diese Sachen passieren und dazu muss man noch sagen, kommt zum Schluss, dass das 2019 begonnen hat. Also das BMI war im Oktober, also das BMI war im Dezember in Chile, im Dezember 2019, also auf dem Höhepunkt der Revolte eigentlich, oder kurz davor. Vorher war das große Interpol-Treffen im Oktober in Chile, in Santiago gewesen, das ist die jährliche Interpol-Generalkonferenz, also die Polizei der ganzen Welt war da. Das war am 15. Oktober, also 4 Tage, glaube ich, vor der Revolte, vor dem Ausbruch. Ja, und niemand hat da irgendein Problem mit. Ja, danke. Um das noch zu erklären, Matthias Monroy ist Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten der Linken, nämlich von André Hunko, und hat in dem Zusammenhang auch Anfragen an die Bundesregierung gestellt. Nils hatte auch noch eine Anmerkung im Chat zu diesem Thema. Nicht immer handelt die deutsche Polizei deeskalierend. In Rio, in Brasilien, hat sie den KollegInnen vor der WM das Kesseln beigebracht. Also ich habe auch von ChilenInnen gehört, dass nach der sozusagen nach dem Besuch der deutschen Polizeiabordnung in Chile auch in Santiago zum ersten Mal Demonstrationen eingekesselt wurden, was wohl früher keine übliche Polizeitaktik in Chile war. Natürlich gibt es andere, brutalere Strategien, aber die jetzt sozusagen um die deutsche Version erweitert werden. Also ein konfliktives Umfeld. Schön, dass wir dazu noch mal tiefer eingehen könnten. Ich würde jetzt eine Frage von Gerhard Dilger aufgreifen. Wieder ein anderes Thema, politischer Kontext. Wie diskreditiert sind die Kommunistische Partei und die Frente Amplio in den Augen der Basisbewegten? Das würde ich an dich geben, Sophia.
Ich kann da nur meine Einschätzung zu sagen. Ich kann natürlich nicht für die sozialen Bewegungen sprechen. Ich weiß auch nicht, was von allen die genaue Position dazu ist. Aber ich habe schon den Eindruck, dass das Frente Amplio noch stärker diskreditiert ist. Gerade weil Boric, der einer der Abgeordneten, mit am Tisch saß, als das Abkommen am 15. November geschlossen wurde und halt nicht wirklich Rücksprache gehalten hat, weder mit seinen Parteikollegen noch mit den Menschen auf den Straßen. Und das Frente Amplio dann auch anschließend für mehrere Gesetze gestimmt hat, wie zum Beispiel das Ley Antibarricadas, das Ley Antisaqueos. Und dadurch ist, glaube ich, ja, ein Misstrauen entstanden, weil ja eigentlich das Frente Amplio mal entstanden ist aus der Studierendenbewegung und für viele Menschen Hoffnungsträger war, auch bei den Präsidentschaftswahlen, bei den letzten Präsidentschaftswahlen. Dann aber im Endeffekt durch die Revolte irgendwie gezeigt wurde, dass sie doch nicht so stark an der Basis dran sind, wie sie eigentlich behaupten. Und ja, und Partido Comunista, also die kommunistische Partei, ich habe schon den Eindruck, dass viele, also wenn jetzt Wahlen wären und Jado antreten würde, viele dann schon auch für ihn wählen würden. Aber ja, und die Kommunistische Partei, also auch die Abgeordneten wie die Camila Vallejos, haben, glaube ich, schon noch etwas mehr Unterstützung. Aber ja, also generell habe ich schon den Eindruck, dass viele sagen, wir wollen erstmal weg von den Parteien, die bisher an der Macht waren und erstmal uns untereinander an den Tisch setzen. Aber ja, das ist nur mein Eindruck. Kann da auch nicht stellvertretend sprechen. Vielleicht um das nochmal zu vertiefen oder nochmal weiter nachzufragen, also die verschiedenen Parteien oder Gruppierungen innerhalb der Frente Amplio sind ja auch, manche sind ja ausgetreten, manche sind haben sich ja auf verschiedene Wahllisten sozusagen zugeordnet. Das heißt, die Frente Amplio ist ja in sich gespalten jetzt in dem Prozess zur Wahl zum Verfassungskonvent. Und manche haben, so war mein Eindruck, ja auch noch eine starke Bindung an die nichtparteilichen Bewegungen. Und also meine Frage ist, ich finde das ja eigentlich ein Dilemma, weil es braucht natürlich eine Organisierung und ohne Organisierung geht es ja irgendwie auch nicht weiter bei diesem Misstrauen gegenüber Parteien und auch gegen anderen Formen der Organisation, der Organisierung behindert sich ja die Bewegung in gewissem Maß auch selber und natürlich ist verständlich, sich nicht jetzt Parteien anschließen zu wollen, von denen man sich verraten gefühlt hat oder immer noch verraten fühlt und sich nicht zu organisieren oder sich nicht mit denen auch zu sozusagen in Austausch und in mögliche Zusammenarbeit zu begeben, verspielt aber schlussendlich ja auch die Chance, jetzt eben diesem Projekt der Rechten was entgegenzusetzen. Ich weiß da jetzt keinen Ausweg, aber ich habe so den Eindruck, es ist, wie man das auch angeht, es ist ein Dilemma, es hat, wie man es auch macht, ist ein bisschen daran wahrscheinlich eine Chance und andererseits ist auch bei jedem ist immer wieder eine Gefahr. Ja, für mich so eine offene Frage, die am Ende immer noch stehen bleibt. Willst du dazu ansonsten noch was sagen? Und ansonsten würde ich jetzt würden wir noch mal kurz gucken, ob es noch einen neuen Aspekt gibt, aber ansonsten demnächst auch zum Ende kommen. Ich sage noch kurz was zu dem, was du gesagt hast. Also ich bin damit einverstanden, dass es ein großes Dilemma ist und eine große Herausforderung. Und ich finde, es ist wie so ein Prozess der Absplitterung, weil es vielleicht in der großen Linken erstmal die Absplitterung von der Konzertation gibt, weil die haben nichts verändert. Dann gibt es die Absplitterung von Frente Amplio, weil sie haben auch nichts verändert. Dann gibt es die Absplitterung von erstmal allen Parteien, weil eigentlich alle Parteien bisher nichts verändert haben. Und dann gibt es, aber das würde ich sagen, ist die geringere Absplitterung der Leute, die wirklich gegen alle Formen der Organisation sind, weil das ist ja auch total problematisch. Wenn man ein politisches Projekt erarbeiten will, dann muss man sich ja organisieren. Es kann ja nicht einfach jeder für sich kämpfen. Und ich glaube, da werden auch nochmal diese Widersprüche der neoliberalen Gesellschaft deutlich, weil das ja auch die Menschen total individualisiert und alles, was
kollektiv ist, irgendwie negativ erscheinen lässt. Und also ich habe das jetzt ein paar Mal gehört von der Lista del Pueblo, was eine große Liste ist, dass da manche Kandidaten drauf sind, die halt einfach nur für sich antreten, aber nicht wirklich eine Basisorganisation haben oder jemanden repräsentieren. Und das ist ja schon in diesem Prozess wichtig, dass nicht die Leute einfach nur für sich selbst antreten, sondern auch für andere. Deswegen glaube ich, ist das eine sehr große Herausforderung. Aber ich habe vor allem bei den sozialen Bewegungen den Eindruck, dass da schon die meisten bereit sind, sich gemeinsam an den Tisch zu setzen. Die Herausforderung wird dann noch sein, die ganzen Menschen zu mobilisieren und motivieren, die normalerweise nicht wählen gehen oder eben so ein starkes Misstrauen in alle Organisationen haben. Es kam über den Chat eben noch eine Frage, die ich ganz interessant finde, von Johannes Bartelt. Ein riesiges Problem in Chile ist die Kapitalkonzentration, die Medien und Politik im Griff haben. Ist das Bewusstsein der Bevölkerung oder ist der Staat generell verantwortlich? Da geht es auch darum, die letzte Frage ist dann, lebt der Protest nur von Mund-zu-Mund-Organisationen und wie kann Desinformationskampagnen entgegengewirkt werden? Wie Wirtschaftsgruppen, das hat man auch, ich gehe jetzt mal auf die Medienkonzentration ein, das hat man besonders stark gemerkt, auch in den ersten Tagen der Revolte, also weil erstens in den großen Fernsehsendern einfach nur die Gewalt gezeigt wurde und die Demonstrantinnen als gewalttätige Kriminelle dargestellt wurden und gar nicht wirklich auf die Forderungen gehört wurde oder so. Aber dann gab es manchmal dann so lustige Situationen, dass wenn ein Journalist oder ein Reporter zu einer alten Dame an der Metrostation gegangen ist und gesagt hat, finden Sie es nicht ganz furchtbar, dass die Metro nicht fährt und Sie jetzt nicht zur Arbeit kommen? Und dann hat die Frau geantwortet, nein, ich finde es super, wir müssen alle zusammen kämpfen und ihr Journalisten lügt alle. Das war manchmal ein bisschen amüsant. Und es wurden auch sehr viele Fake News verbreitet, das ist auch nochmal nebenbei. Aber ja, die Medienkonzentration ist eine Katastrophe und ist auch jetzt im verfassungsgebenden Prozess total schwierig, weil die unabhängigen Kandidaten einfach überhaupt keine Plattform haben, um ihre Ideen zu erklären, weil in der La Tercera und in El Mercurio und den großen Zeitungen werden immer nur die Kandidatinnen der Parteien gezeigt oder mal vielleicht ein Unabhängiger, aber die Kommunikation macht das natürlich total schwierig. Und gibt es konkrete Pläne, die Wirtschaftsgruppen in ihrem Einfluss zu beschneiden? Ich meine, es gibt natürlich auch alternative Medien, digitale Medien, die viele ehrenamtlich arbeiten. Das ist auch wirklich schlimm in Chile, finde ich, dass man, wenn man als Journalist wirklich im Journalismus arbeiten will, kann man eigentlich nur ehrenamtlich arbeiten, weil die Medien, die bezahlen, fast alle in den Händen dieser gleichen Unternehmen sind. Und ja, also ich denke mal, Pläne gibt es viele, wie das dann wirklich. Also ich weiß nicht, ob du dich jetzt nur auf die Medien beziehst oder auf alle Wirtschaftsgruppen. Aber, ich lese das so wie auch auf Kapitalkonzentration insgesamt, Bergbau, Agrarindustrie, okay. Finanzindustrie und AFP, also private Pensionsfonds. Ja, das wird natürlich eine große Herausforderung auch der Verfassung sein, weil wenn es ein staatliches Rentensystem geben soll, dann müssen ja die AFPs enteignet werden. Oder wenn das Wasser öffentlich verwaltet werden soll, dann müssen auch Unternehmen enteignet werden. Und die Rechten machen halt eine riesige Kampagne gegen Enteignungen und sagen immer, was man so im Fernsehen hört, dass die schrecklichen radikalen Linken jetzt alle enteignen wollen. Und dann sagen sie, Sie, Senora, die ihr ganzes Leben lang für ihr Haus gearbeitet haben und jetzt endlich ein eigenes Haus haben, ihr Haus, das werden sie enteignen wollen. Das würde irgendwer vorschlagen, die Häuser der Leute zu enteignen. Also es geht ja darum, die großen Unternehmen zu enteignen, die das Kapital konzentrieren. Aber ich denke, da wird es eine riesige Kampagne dagegen geben von den unternehmernahen Gruppen. Und da wird, glaube ich, sehr wichtig sein, die Leute zu informieren und aufzuklären, worum es eigentlich geht und dass man darum nicht herumkommt, wenn man wirklich diese soziale Ungleichheit und wirtschaftliche Ungleichheit verändern will.
Dazu fallen mir gleich die Parolen ein. Neues Sekia ist Sakeo. Also es ist keine Dürre, sondern das ist hier Plünderung oder Raub. Also im Sinn von die Landbevölkerung beklagt sich, dass sie nicht einer naturgegebenen Dürrephase darunter leidet, sondern darunter, dass das Wasser privatisiert ist, das Land privatisiert ist und sie deshalb ihre Lebensgrundlage nicht mehr haben. Oder du hast ein sehr schönes Foto in deinem Buch, Esta Constitución me saquea, diese Verfassung plündert mich aus, denn es gibt, was ja in der Frage im Chat auch anklang, eine extrem starke Kapitalkonzentration auf wenige Familien in Chile. 1% der chilenischen Bevölkerung besitzt 1/3 des Vermögens und ja, das vielleicht so als Argumentation dazu, ob jetzt durch eine neue Verfassung sozusagen der Weg zu Enteignung von kleinen Leuten bereitet wird. Wir haben jetzt noch eine Frage zur Gerhard, du warst schon mal, wir ziehen erstmal Camino vor. Kannst du bitte etwas sagen zu den Forderungen von Amnesty International? Oh, jetzt ist mir das hier weggerutscht. Moment mal, ist gerade der Chat hier weggesprungen. Kannst du bitte etwas sagen zu den Forderungen von Amnesty International für die Gefangenen der Bewegung und die angeblich nicht vorhandene Unterstützung durch klassische Menschenrechtsarbeit oder Menschenrechtsorganisationen? Ich weiß jetzt nicht, was genau Amnesty gefordert hat. Forderungen nach Amnesty. Forderungen nach einer Amnestie für die Gefangenen der Bewegung. So ist es gemeint. Entschuldigung, ich habe es jetzt auch beim ersten Lesen anders interpretiert. Ich wiederhole nochmal. Kannst du bitte etwas sagen zu den Forderungen nach einer Amnestie für die Gefangenen der Bewegung und die angeblich nicht vorhandene Unterstützung durch klassische Menschenrechtsarbeit? Ja, also es wurden ja sehr viele Menschen festgenommen bei den Protesten und viele in Untersuchungshaft gehalten, ohne eine klare Beweislage. Da wurde dann sehr häufig gesagt, die hätten einen Molotow-Cocktail geworfen oder hätten irgendwelche Brandbeschleuniger im Rucksack gehabt. Aber die einzige Beweislage ist die Aussage eines Polizisten, der den Menschen auch festgenommen hat. Und man weiß das schon von Carabineros, dass sie auch sehr häufig solche Dinge absichtlich machen, also den Leuten irgendwas in den Rucksack stecken oder sowas. Und deswegen wird eben von vielen gefordert, dass diese Menschen nicht in Untersuchungshaft sitzen sollten, seit Jahren. Viele sitzen schon seit Ende 2019 in Untersuchungshaft und haben immer noch keinen Gerichtsprozess und kein Urteil. Viele im Jugendgefängnis in den Cenames, die auch schon häufig von Menschenrechtsorganisationen kritisiert wurden, die Zustände in diesen Jugendhaftanstalten. Und auch viele Jugendliche, die gerade 18 geworden sind, sind im Erwachsenengefängnis. Und ich habe da schon mehrere Mütter interviewt, die das selber sagen, sie wissen gar nicht, was die Kinder da alle erleben. Also das heißt Kinder, aber mit 18 ist man ja schon noch ein junger Erwachsener. Und es ist dann, sind dann im Gefängnis mit Mördern und Vergewaltigern und was weiß ich alles. Und das prägt einen ja schon ein Leben lang. Und deswegen fordern sowohl Organisationen als auch Politiker, Politikerinnen die Freilassung dieser Menschen, die in Untersuchungshaft sitzen. Aber zum Beispiel das INDEATE, das Instituto Nacional de Derechos Humanos, hat sich da, glaube ich, nicht klar zu geäußert, falls du das mit klassischen Menschenrechtsarbeitenden meinst. Und die Regierungsparteien argumentieren natürlich, dass es keine politischen Gefangenen in Chile gibt, sondern dass das alles Kriminelle wären, die Vandalismus betreiben würden. Und das ist auch noch ein sehr starker Gegensatz zu den sehr wenigen Carabineros, die verhaftet wurden und von denen, glaube ich, vielleicht einer oder zwei in Untersuchungshaft sitzen, während das auf der Seite der Demonstrantinnen, ich weiß gerade nicht die aktuelle Zahl, aber auf jeden Fall, glaube ich, Hunderte immer noch in Untersuchungshaft sitzen. Ja, vielen Dank, Sophia, für deine Antworten. Wir würden an der Stelle so ein bisschen zum Ende kommen. Wir haben jetzt auch schon 1¾ Stunde geredet miteinander und ich denke, so langsam nimmt die Konzentration auch ab. Im Chat wird noch ein bisschen weiter diskutiert offenbar, aber wir wollen uns an der Stelle auf jeden Fall verabschieden und bedanken uns für die
schöne Veranstaltung mit dir, Sophia. Ich würde dein Buch und deinen Film an der Stelle nochmal weiterempfehlen. Ich poste gleich nochmal die Links in den Chat und von mir heißt es dann Tschüss. Ja, vielen Dank auch an euch für die tolle Organisation und danke an alle, die teilgenommen haben. Und ich hoffe, es war interessant. Ja, auch von mir nochmal danke auch an alle Teilnehmenden. Danke an Nils, trotz der familiären Aufgaben. Und vor allen Dingen vielen Dank auch an Steffi für die tolle Technik. Wunderbar funktioniert. In diesem Sinne, es bleibt viel zu tun und bis bald.